Hi und herzlich willkommen zur Gearcheck-Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts. Heute hören und schauen wir uns ein Ridebecken genauer an, und zwar das Sabian HHX 22 Zoll BFM World Ride, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger Brian Fraser Moore. Los geht's! Gearcheck der 88. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts hat mir der europäische Vertrieb von Sabian das neue HHX BFM World Ride zukommen lassen. In einer Zusammenarbeit zwischen dem Schlagzeuger Brian Fraser Moore, welcher unter anderem mit Pink auf Tour ist, und Sabian ist das 22 Zoll HHX BFM World Ride entstanden. Dieses mittelschwere Ridebecken aus B20 Bronze verspricht kraftvolle Präsenz mit warmen Untertönen. Die Sabian HHX Tone Control Hammering und die Sound Control Kante des Rides lassen auf einen komplexen Sound mit einer klaren Stockdefinition und guten Crash-Eigenschaften schließen. Die Tone Control Hammertechnik von Sabian hinterlässt tiefe Spuren in dem Becken, welche ein besonderes Erscheinungsbild geben. So viel zur Theorie. Hören wir uns die Eigenschaften des Beckens mal an, gespielt von der Kuppe an abwärts hin zur Kante. Nun das BFM World Ride in seiner Komplexität. Klingt das BFM World Ride in verschiedenen musikalischen Kontexten? Hier ein paar Beispiele von Rock und Pop bis hin zu Funk und Jazz. We'll be right back.
Das Sabian HX Worldwide ist, wie wir gehört haben, ein wahres Chamäleon. Es fühlt sich in vielen Genres wohl, ob es kraftvolle Rockbeats sind, groovige Funk-Patterns oder auch im Jazz. Das Rideback macht alles mit und liefert dabei stets einen angenehmen Sound. Die Stockdefinition hat es mir besonders angetan. Man hört jeden einzelnen Schlag klar und deutlich. Das Becken spricht sehr schnell an und das macht es zu einem Traum für präzises Spiel. Auch schnelle und komplexe Reitfiguren setzen sich prima durch, ohne dass das Becken in den Weg der Musik gerät. Zudem ist das Uncrashen, was ich sehr wichtig finde, problemlos möglich. Dabei ist es kraftvoll und durchdringend, ohne zu matschig oder überdominant zu klingen. Die Ride Cup setzt sich ebenfalls gut durch, ohne dabei schrill oder zu glockig zu wirken. Perfekt für Akzente und Effekte. Sabian verspricht viel mit dem BFM Worldride und hält es meiner Meinung nach sogar. Dieses Becken ist ein echtes Allround-Talent, das auf ganzer Linie überzeugt hat. Mit 665 Euro Stand Mai 2024 ist das Becken definitiv kein Schnapper. Das muss man sich wirklich erst einmal leisten können. Wer aber ein hochwertiges und vielseitiges Ride-Becken sucht, der sollte dieses Becken mal auf seine Checkliste setzen. Mein Fazit: Das Sabian HHX 22 Zoll BFM Worldwide Becken ist ein echtes Topline-Produkt, das durch seine Flexibilität, Vielseitigkeit und hohe Qualität überzeugt. Der Preis ist zugegebenermaßen hoch angesetzt, aber für alle, die ein Becken für alle lebenslang suchen, ist es jeden Cent wert. Das war's dann auch schon wieder mit dem Gearcheck der 88. Ausgabe des Schlagabtauschs zum Sabian HHX 22 Zoll BFM Worldwide Becken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Becken haltet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal in den Podcast Schlagabtausch reinhören würdet. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt oder direkt hier auf diesem Kanal. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Natürlich ist auch das Teilen des Videos ausdrücklich erlaubt. Ihr findet mich auch auf allen sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, einfach unter meinem Namen Timo Ickenroth. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und natürlich auch fürs Zuhören und sage bis die Tage, euer Timo. Ciao.